Moin, moin, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Stardew Valley zusammen mit dem Scroll. Hello, es Und ja, regnet. genau, wir sind am dritten Tag im Frühjahr und es schüttet. Super. Das hat. Ersparen wir uns wenigstens das Blumengießen. Ah, fuck, ich hab gestern vergessen, die Sachen hier reinzutun. Das heißt, wir haben kein Geld gekriegt dafür. Das ist halt Sadness jetzt. Was packen wir denn da so rein? Ich habe zum Beispiel eine Muschel vorhin am Strand, oder letzte Folge am Strand gefunden. Schmeiße ich sowas da rein? Auch so eine Muschel, genau. Also alles, was du halt nicht zum Craften benutzen kannst. Dazu zählen Muscheln zum Beispiel. Dazu zählt, du kannst auch am Anfang dieses Weed-Zeug und alles so kaufen. Aber das behält man eigentlich, weil man aus den Sachen meistens irgendwas craften kann. Sowas wie zum Beispiel Stone Fiber, Clay und sowas brauchst du halt alles, um später zu craften. Und deswegen sowas, was du halt irgendwo draußen rumliegen siehst, wie jetzt zum Beispiel hier die. Ich laufe schon mal los, gell, in die Stadt, wenn du mitkommen möchtest. Sowas wie zum Beispiel. Nice, Leben. Sowas wie zum Beispiel die Blümchen oder alles, was ich da letztes Mal mitgenommen habe. Das ist halt zum Beispiel sowas, wo du verkaufen kannst. Genauso die Muscheln, die am Strand liegen und ja. Auch später dann. Später können wir auch Steine und sowas verkaufen oder halt unser Zeug, was wir geerntet haben. Aber gehen wir als erstes mal runter? Ja, Diesmal zum würde ich Strand? sagen, die Angel. Also ich nehme an, dass wir da die Angel bekommen werden. Ja, das ist vollkommen korrekt. Warte mal, haben wir eine neue Quest? Nee. Ah ja, wir müssen. Guck, hier ist zum Beispiel wieder so ein Blümchen. Das können wir jetzt zum Beispiel mitnehmen hier. Zack. Ja. Und die haben auch drei verschiedene Rarities. Oh, okay, Cutscene bei mir. Oh ja, bei mir auch. Ah, das ist betrunken. Der schmökert halt gemütlich seine Pfeife, Alter. Alter, ahoy there, son. Soll ich das Ganze vorlesen? Ich meine, ich kann Ja, das sehr mach schön ruhig. vertonen hier. Oh, meine Facecam sehe ich gerade, ist da ein bisschen drüber. Sorry, Leute. Sekunde schnell. So, perfekt. Okay, jetzt geht's weiter. Okay. Heard there was a newcomer in town. Good to finally meet ya. Alter, der ist halt. Der ist so einen richtigen Slang mit drin. Wie bist du gerade ein bisschen leiser bei mir geworden? Ah, immer noch leise. Ah, Ja. echt? Ja. Okay, bei mir ist es ganz normal. Ich lese mal ein bisschen lauter vor. Ah, I'm still trying to unwind from a month out of on the salty seas. It was a big haul. I sold a lot of good fish. Der geht immer mehr irgendwie so in die russische Richtung bei mir. Finally, safe enough to buy me a new rod. Here, I want you to have my old fishing rod. It's Okay. important to meet that was to me that the art of fishing stays alive and hey, maybe you buy something from the shop once. Oh wow, Alter, das sind so typisch. Das Hey, ist Marketing at its best, Alter. du bekommst von mir eine Angel, wenn du bei mir Sachen kaufst. Nice. A Baboo Pole. Na denn. Ah, jetzt sieht er richtig deprimiert aus. There's good water here in the valley. All kinds of fish. Oh, warte mal, ich muss ja hier. Alter, die nächste musst du dafür tun. Da will ich was hören, ey. Oh yeah, my shop back open now. So come by, you need supply. I also buy anything you catch. If it smells, it sells. Hehe. That's what my old puppy used to say. Anyway, Alter. Too much information, my friend. Ja, nice. Wo bist du jetzt? Ah, da bist du. Direkt hin. Angeln ist ein bisschen komplizierter, tatsächlich hier. Ja, kannst du mir auch noch mal klicken, holst du sie ein. Ja. Und dann typische, wenn ein Fragezeichen drin ist, wenn ein Ausrufezeichen drüber ist, musst du hochgehen und dann geht so ein Oh, Minispiel los und warte, warte, das. was? Was? Wenn Was? Ausrufezeichen über deinem Kopf ist, musst du loslegen, musst draufklicken. Ja, schon klar, ich bin schon im Minigame. Ja, da musst du halt immer linke Maustaste klicken, dass der Fisch im grünen Balken ist. Okay. Easy. Eine 1-Inch-Sardine. Geil! Was war das gerade? Hast du das gehört? Was? Ich habe hier gerade irgendwie so ein Walgesang oder sowas gehört. Oder. Ehrlich gesagt nicht. Erstmal kurz mit dem Typen gesprochen für die Greeting Quest.
Ah, hat es noch nicht gezählt? Weiß ich nicht, war mir nicht sicher. Hab's vorsichtshalber mal gemacht. Ja, ich angel jetzt noch hier ein schönes Fischchen. Wenn irgendwas mal anbeißen schon, sollte. Alter. Hit. Ja, wir müssen, ach so, wir müssen ja eh noch angeln, Sascha. Wir brauchen noch Seegras. Ja, ja. Oh lol, ich habe erstmal hart verkackt. Ja, der komische, der grüne Balken ist bei mir so gebounced die ganze Zeit. Das war halt richtig scheiße. Alter, bei mir. Meine Güte! Was ist los? Das ist gar nicht so simpel. Nee, ist auch nicht. Besonders wenn die Fische dann später. Also später werden die Fische noch ein bisschen krasser, dann geht's richtig ab hier. Alter! 4 Inches. Ich glaube, wir müssen es. Ah, ja, okay. Hast du mit dem Typen schon geredet, der hinter dir steht? Der ja. Ja, ja. Oh, erstmal die Angel bei dem ins Haus werfen. Hallo! Super. Also ich müsste sagen, ich persönlich bin nicht so der große Fischfan. Ich esse zwar schon ab und an Fischstäbchen, Alter, und Lachs, aber... Bei mir ist es ähnlich. Mehr ist aber auch recht nicht drin. Ja, Krabben oder sowas alle. Wow. Aber nichts wobei, Schlimmeres. Die können gut sein. Nee, ich bin absolut kein Krabbenfan. Hallo, ey. Möwen. Gehen wir mal ganz kurz noch zur Adventure Guild. Ah, it's locked. Okay. Also hier, dass wir da dass wir unser Schwert endlich mal kriegen, weil ich habe echt keinen Bock, die ganze Zeit verkloppt zu werden von den Drecksviechern. Meinst du, die hat noch offen? Ich glaube ja. Gut. Haben wir mit dem. Ja, mit dem haben wir schon geredet. Ja, das ist Alex. Alter, was ist ein Namensgedächtnis hier? Namensgedächtnis, alles klar. Alter, das ist bestimmt Alex Baldwin, hä? Müssen wir in die Adventure-Gilde oder müssen wir einfach in die Mine rein? Ich glaube, wir müssen in die Mine rein. Also, da hinten ist eine Rübe, das ist gut. Wenn wir später irgendwann mal was bauen wollen oder sowas, müssen wir hierher. Das ist die Schreinerei. Und da kann man sagen, oh mein Gott, da ist der Penner. Also, nein, der ist wirklich der Penner hier. Oh, erstmal angeln. A stranger, hello. Wow. Das ist halt wirklich der Penner in dem Spiel. Also, der Obdachlose, möchte ich mal sagen. Aber wir können doch gar nicht in die Mine. Da reinkommen, ich wollte gerade sagen. Hält gut, dass wir dann. Aber warte mal. Meinst du, hier kommen wir rum? Nee. Aber wir können hier angeln. Komm, hier gibt es sicherlich Seaweed. Oh. Na, nice. Erstmal einen ordentlichen Acker hier auf dem Wasser machen, ne? Hier hat ja überhaupt nichts Bock, ey. Ah, ist doch übel entspannt. Hörst du den Regen? Was ist da? Das ist ein Loot-Ding. Was? Wo? Bei mir. Ich hab extra Loot. Ja, da musst du dann auch mit dem grünen Ding drüber bleiben, bis ja, das dann. Dafür ist der Fisch entkommen. Ja, also das Loot, da kriegst du das Loot aber auch nicht, glaube ich. Was? Also ich habe jetzt gerade einen Karpf mit 24 Inches Länge gekriegt. Alles klar. So sieht's aus. Hey, tatsächlich habe ich das Loot-Ding nicht bekommen. Frech. Ja, gut, dann. Ja, ist egal. Komm, dann gehen wir mal wieder zurück zu unserer Farm. Ich habe keinen Bock, wieder von irgendwelchen Zombies geklopft zu werden oder sowas. Sind die auch hier in der Stadt oder sind die nur bei uns auf der Farm? Das weiß ich halt ehrlich gesagt. Ich warte mal, gehen wir mal hier rein. Okay. Ich ist einfach niemand. Hallo! Was macht ihr denn da? Ah, ihr kocht. Ich wollte gerade sagen. Hey! Hey! Demetrius, Alter. Ich kann nicht reden mit dem. Scientist and Farmer. Ah, bleib da! Hey there, Scroll. Nice. Wow. Hey, ich komm da nicht durch. Ich darf nicht durchgehen. Ja. Really? Easy. Ciao. No. Oh lol. hier ist das Zimmer von dem Emo. Ja. Echt? Oh, ich bin schon wieder rausgegangen. Mein Spiel hat sich geschlossen. Echt jetzt? Ja. What the fuck? Okay. Ja, ich denke mal, dass du wieder im Dorf spawnen wirst. In der Ding spawnen wirst. Das heißt, ich laufe jetzt mal wieder zurück, weil es wird gerade schon hart dunkel. Oh, gucken wir mal. Ich bin ein bisschen paranoid hier. Sorry für die lauten Sounds hier im Startmenü. Das ist natürlich unlucky jetzt.
Aber man muss ja noch dazu sagen, dass das Ganze ja immer noch, wenn ich es richtig weiß, eine Beta ist. Wie sieht's aus? Oh, nicht dein Scheiß Ernst. Wieso stellt sich denn... Nee, warte mal, sonst haben sie nicht zurückgestellt. Warum ist das trotzdem so kacke laut? The fuck? Okay, wo bist du denn jetzt gerade? Ja, ich bin in der Farm. Okay, hast du dein Loot noch? Ja. Gut, weil dann schmeißt es mal alles hier in den Ding rein, in den Korb noch. Oh. Was, oh? Zombie. Läuft der auch, oder? Brawl. Yeah. Ja, der kommt von unten auf uns zu. Alter, what the fucking hell? Oh, lol. Ich glaube, ich geh mal rein. Sleeping. What the Alter, die Viecher sind halt echt schon ein bisschen creepy, wenn ich ehrlich bin. Was sind die Einstellung? What the fuck, warum ist das so laut bei mir? Ja, dann warten wir mal ganz kurz, bis Sascha hier das eingestellt hat und gönnen uns einen leckeren Schluck Kaffee, Leute. Ich kann euch einmal hier ein bisschen Kaffee-Talk bringen. Und zwar, ich persönlich, ich bin ja ein typischer Schwarztrinker tatsächlich. Oder was heißt, nicht ganz schwarz, aber halt so mittelmäßig inzwischen. Ich habe früher immer mit viel Milch getrunken, als ich noch jünger war. Ich liege im Bett, ne? Justin. Ah ja, okay, ja gut, okay. Ja, hast du die Sounds eingestellt? Ja. Tatsächlich muss man sie einmal ganz kurz anpassen, damit es übernimmt. Also, sie sind auf den Einstellungen, wie ich sie gemacht habe, aber ich musste ein bisschen anpassen, damit das halt passt. Ah, okay. Okay, der vierte Tag des Frühlings in Jahr 1. Ah, ist schon wieder halb draußen aufgewacht. Das sieht doch auf jeden Fall gut aus. Morgen können wir ernten, gell? Ja, darum haben wir, by the way, die Quest auch noch nicht fertig, weil wir... die auch ernten müssen. Ja, stimmt. End Harvest. Was war das andere? Introduction. Immer noch die Leute hier bekommen. Ja, ich gieß mal unser Feld hier. Ja, ich mache mal hier noch ein paar Bäume. Ein bisschen Holz sammeln, damit wir auch die Brücke irgendwann bauen können. Das wäre halt eine coole Idee, weil am Strand, du kriegst halt mit den Sachen, die du am Strand findest, kriegst du halt übel viel Gold dann später. Also... Oder was heißt später, halt jetzt am Anfang ist das Gold halt übel wichtig, weil du siehst, ja. Gerade um den Backpack oder sowas zu kaufen, ist das halt super gut. Na klar. Ist der Baum gerade ins Wasser gefallen? Mehr oder weniger, aber das Holz lag so, dass ich es looten konnte. Ja, gut. Ah, so eine Tanne kriege ich doch bestimmt noch nicht down, oder? Doch. Du kriegst alles down, außer die fetten Baumstümpfe, die am Boden sind. Da brauchst du dann die verbesserte Axt. Mhm. Und wo du die herkriegst, habe ich keine Ahnung. Ich hätte mal gesagt, vielleicht verwenden wir... Oh Leute, ich habe kein Wasser mehr. Verwenden wir den heutigen Tag mal drauf, die Introduction Quest hier fertig zu machen. Allen möglichen Leuten Quatsch, meinst du? Ja, dass wir mal ein bisschen vorankommen. Jo, von mir aus. Weil ich glaube, dann geht's halt erst mit der Quest wirklich weiter. Weil wie du siehst, haben wir hier oben noch einen kleinen Spot. Das solltest du ja eigentlich auch wissen, dass man später halt ein Haustier kriegt. Hm. Tatsächlich habe ich soweit noch nie gespielt, glaube ich, aber ja. Ja, aber das ist ja offensichtlich. Ja, ich glaube, wir gehen wir in die Stadt oder wie sieht der Plan aus? Passt. Weil ich glaube, Pflanzen habe ich alle gegossen. Ja. Sieht gut aus. Zombies rennen auch keine rum. Sollte erstmal reichen. Weil später Blümchen. Gibt es gibt halt später... Oh, nice. Inventory ist voll. Ja, ich nehme es mit. Inventory voll. Achso, weil ich das Holz jetzt mit schleppe. Es gibt halt... Warte mal, du schleppst das Holz, dann nimm mal das hier bitte auch mit. No. Hey. Wow, du hast ein Holz mitgenommen. Ja, das schmeißt du auf den Boden. Ja, warte. Wow. Ja. Hey. Wow, zwei Wurz, ey. Haben wir mit der schon geredet? Hey, hey, hey. Quest. Maru. Oh, Alter. Oh, aren't you the one who moved in? Ja, Maru, das ist richtig. Maru, ich will die Quest. Hallo, ich will die Quest nicht. Rechtsklick. Ja, wow, jetzt bist du drin. I need catfish for a dish I'm making. Could someone bring me one, Willy? 600 Gold. Oh. Na gut, aber Fische bringen halt auch gut, ne? Ja, richtig. Also, ich gehe mal hier schon mal zum Arzt rein, weil ich weiß nämlich, da ist der... Oh, da ist eine Krankenschwester noch. Oh, bei der kannst du nur kaufen. Du musst um den Tresen rum... Achso, du kommst nicht um den Tresen rum. Oder? Kommst du hinter den Tresen da? Ja, doch, komm mal, glaube ich. Ja. It's a pleasure to meet you. I'm hard. Achso, Maru ist die Krankenschwester. Ja, super. Oh, lol, echt? Ja. Hi, Harvey. Ah, ja.
Alter, was hast denn du für ein komisches Mützchen auf, hey? Ich? Ne Coins. Nee, nicht du, Nini Maru. Ich dachte, der hat so ein Krankenschwester-Ding auf, aber das sieht eher aus, als ob sie zum Islam konvertiert wäre währenddessen. What the fuck, Alter? Also das ist jetzt, das ist nichts Schlechtes natürlich, gell? Das ist halt einfach, es sieht halt so aus wie diese Scheichhüte da irgendwie. Ah, dann Oma und Opa. Natürlich also, zocken die wieder. George hat richtig Bock mit uns zu reden, Alter. Echt, Alter? Ja, Mann. It's irritating to meet all these new people. Alter, der ist halt ein richtig freundlicher Typ. Oh, ja, erstmal den Wohnwagen gießen. Warum auch nicht? Hi Pam. Gell, du weißt auch, dass du jetzt hier in diesem Spiel wirklich mit jedem theoretisch eine Beziehung eingehen kannst. Ja, das hatte ich schon mitbekommen. Das ist ja so Harvest Moon-Style. Hey Kid, the name's Pam. Nice. Annie und Louis kennen wir schon. Meine Güte. Hier unten läuft gerade noch einer rum. Links jetzt von dir. Das ist, müsste... Elliot. Achso, das ist der Typ, der am Strand wohnt. Ja. Okay, wie viele haben wir denn jetzt schon? 21 oder so habe ich. Ich habe 19. Cool. Hallo. Hi, Penny. Haben wir hier noch wen? Oh, dich habe ich noch nicht begrüßt. Fertig mal. Hi, Emily. Sustainable. Ah ja, Ökosystem und so, ne? Ja, wissen wir Bescheid. Hier scheint es uns niemand zu sein. Hier haben wir einen Seefahrer oder was? Alter, da ist jemand mit der Gitarre, ey. Jo. Hallo! Oh, schade, bei mir hat man... Ich weiß noch nicht, wo ich die Facecam hin tun soll, wenn ich ehrlich bin. Ich hab sie links in der Mitte. Also wirklich links am Rand in der Mitte des Bildes. Ja, aber das siehst du halt dann teilweise jetzt nicht, was die sprechen. Doch, bei mir schon. Also, vielleicht ist deine Facecam dann zu groß. Ja, ja genau, komm da mal raus, Kollege. Ich glaube tatsächlich, ich mach die mal ein bisschen kleiner, schnell, Leute. Es tut mir leid, dass wir halt hier immer noch ein paar Einstellungen machen müssen, aber das ist halt doch immer mal wieder wichtig bei einer neuen Aufnahme. 23 von 28 erst. Wo sollen denn hier noch Leute sein? Dann nehme ich das hier mal. Hallo, Caroline. Hier. Natürlich in den Saloon gucken. Wo findet man denn mehr Leute als im Saloon? Ja, das ist auch richtig so. So, jetzt gucken wir mal, wie es okay, im Saloon ist keiner. Allein, was ist das? Die sind jetzt alle rausgelaufen. Mann, ich wollte doch noch mit denen noch reden. Naja. Ja, hallo, Gas. Alter, hier ist ein Pool-Table. Kann man Pool spielen? Nee, aber es gibt so ein kleines Minigame, was man spielen kann. Hinten im Spielautomaten. Ja, ich seh's. It's locked. Wo kann ich hier etwa? Also ich bin jetzt gerade am Bauernhof. Ja, im Saloon ist gerade nichts los, da ist nur der Barkeeper drin. Need something. Nee, ich guck gerade hier beim Bauernhof vorbei, weil da ja auch... Alter, hier können wir dann später Hühnchen und sowas kaufen. Alter, ich habe halt übel Bock, Hühnchen zu kaufen eigentlich jetzt schon. Läuft hier rum? Hi. Wow, Alter. Hi. Ja, wir müssen mal gucken, vielleicht gegen Abend soll ja der Saloon immer ganz gefüllt sein, dass wir da die Quest vielleicht fertig kriegen dann. Alter, am Joja-Mart bin ich jetzt erstmal. Ich hab 21 Leute jetzt. Pam, dich kenne ich doch schon. Ja, Riesenmarkt hier. Konkurrenz für den Grocery Store oder was? Halt, du, wer bist du? Jodi. Farmer, interesting. Und wer bist du? Grünhaarige Frau, warte. Das ist Caroline. Caroline, wondering if I get... Ah, das ist die Frau von Pierre, oder was? Halt! Du auch. The saloon can get pretty living at night. Sometimes we've been... okay. Wer bist du? We're very lucky to have a library in such a small town. Das ist richtig. Also, das hat nicht jede Stadt. Pam, hab ich auch schon geredet. Ja, ich glaube, ich muss heute Abend einfach nochmal ins Ding reingehen. Ich bin jetzt bei 22 von... Ich hab 24. Warte mal, du warst beim Joja-Markt warst du noch, gell? Ja. Oh, in die alte Town Hall kommt man nicht rein. Was ist schon mal ganz rechts? Da ist noch der Schmied.
In der Stadt. Nein, und der. Ganz rechts. Und der Library. Ach, da unten Typ. Bei dir. Nee, da war ich noch nicht. Hello there, welcome, Stardew Valley, Archaeological Office, Alter. This is embarrassing, but the previous... Mit dem Typen habe ich, glaube ich, noch nicht gesprochen. Creator ja, Kollege. Ja, gut, okay. Der sagt jetzt hier halt... Shane's hard at work, als ob. Ja, jetzt. It's locked. Open 9 to 4. Also in die zum Schmied kommen wir von 9 bis 4. Ja, also jetzt nicht mehr. korrekt. Warum steht hier eine Küche mitten im Nichts? Closed until summer, okay. Schade, man kann. Oh, gerade verpasst dadurch. Welcome to Yuri. Alter, der Morris, das sieht ja richtig creepy aus, ey, der Typ. Ja. Chance vertan hier auf jeden Fall gerade. Warum? Ärgerlich. Naja, weil es halt kurz nach 4 ist und die jetzt zugemacht haben. Ah, das ist 6.40 Uhr. Stimmt, das ist nicht 16 PM. Na, nevermind. Ja. Und dann sollten wir uns jetzt vielleicht langsam mal im Saloon einführen. Ja, oder? Ich gehe jetzt auch mal hier. Ich gehe jetzt einen trinken, Alter. Kommst du mit? Oh, gib nicht unser hart verdientes Geld aus. Ah, dein Bier kostet 400! Okay, mit den Leuten habe ich aber allen schon gequatscht. Das ist doch scheiße. Ey, ich habe jetzt gerade hier mit dem Gast geredet. How do I know I have a strong gut feeling? What? Was weiß sie denn? Ich glaube tatsächlich, dass es halt gemeint ist, dass du dann halt abends irgendwie hinkommen sollst. Ich habe jetzt 23 von 28. 5 Stück fehlen mir noch. Das Problem ist, ich weiß halt echt nicht, wer mir noch fehlt. Ah, der fehlt mir noch. Ah, das ist der Schmied. Warum kann ich mit der nicht reden? Mit wem? Ich weiß nicht, hier im Haus steht jemand, mit dem ich nicht reden kann. Wo im Haus? Ich bin hier beim Shop. Beim Julia-Markt? Nee, bei Piers. Piers. Das kleine Mädel ist schlafen gegangen. Hast du gerade versucht, mit dem schlafenden Mädchen zu reden? Nein, kommt man ja gar nicht rein. Man kommt hier nur in die Schlafzimmer rein, wenn man mit dem befreundet ist. Ah, warte mal, der eine hat, glaube ich, noch die... Ah, ich habe keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall schon... Gucken wir da mal hier rein. Ja, mit Clint habe ich auch noch nicht gesprochen, das ist gut. Aber ich denke, wir sollten langsam mal zurück zur Farm, den Tag beenden und die Folge ebenso. Oh ja, stimmt richtig. Heute haben wir einfach mal so eine kleine Vorstellungsrunde von den Dorfbewohnern gemacht. Ja. Morgen können wir auch ernten. Das bedeutet, morgen geht's in the richtig tash, hart. Alter. Money in the Tash. Alter, richtig Money in the Tash, ey. Ich schmeiß mal noch mein Blümchen hier rein und pack hier den Stein. Oh, ja. Okay. Jo, liebe Leute, das soll dann die zweite Folge von unserem Stardew Valley Erfahrung gewesen sein. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Schaut auf jeden Fall beim Scroll vorbei. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Haut rein, bis die Tage. Ciao, ciao. Ciao.